Wir haben jetzt zum Thema Zeitdiagnosen. Zu Populismus in Deutschland und Europa hören wir gleich Cornelia Kopetsch und Nina Horacek. Cornelia Kopetsch ist Professorin für, also ich kenne Cornelia Kopetsch als Autorin der Zeit, übrigens auch des Freitag, und als sehr lesbare, fantastische Analytikerin, Rechtspopulismus, Heimat, sozusagen gegenwärtige politische Debatte. Und wie ich heute erfahren habe, ist sie aber Professorin für Geschlechterverhältnisse, Bildung und Lebensführung. Das finde ich toll. Also gut, egal. Und Nina Horacek natürlich ist eine Kollegin aus Wien, Chefreporterin des Falter und auch eine Rechtspopulismus-erfahrene Kollegin, die sich in Österreich immer prügelt, zum Beispiel mit den Pseudokollegen von unzensuriert.at und anderen Seiten dieser Art. Hallo, jetzt bin ich weg. Sehen Sie, das passiert, wenn man über die redet. Da kommt sofort einer, dreht einen Strom ab. Hallo? Ah, dann mache ich eben hier weiter. Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Also jedenfalls werden die jetzt, jeder hält jetzt kurz seinen, ihren Text praktisch so und danach reden wir dann hier auf der Bühne ein bisschen. Bis gleich, danke. Ja, herzlichen Dank für die nette Einführung, Jakob Augstein. In der Tat, also mein Lehrstuhl heißt Geschlechterverhältnisse, Bildung und Lebensführung und ich werde das gleich aufklären, warum es doch damit auch zu tun hat. Und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit ergreifen, ein bisschen von schräg unten das Thema also nochmal wegzuzoomen und eine gesellschaftstheoretische Perspektive auf den Gegenstand Populismus, Rechtspopulismus zu werfen. Dazu werde ich zunächst einige Ansätze skizzieren, die in den letzten Jahren seit dem Aufstieg Trumps, also seit der Wahl Trumps zum Präsidenten von der USA aufgepoppt sind und die sehr populär sind. Ich möchte diese Ansätze dann ein bisschen dekonstruieren, wie man so sagt, um eine andere These zu verfolgen, die aus meiner Sicht stärker auch das Politische und das Konflikthafte, dass wir es mit einem Gesellschaftskonflikt zu tun haben, fokussiert, um dann ein paar, nicht Ratschläge, aber vielleicht Schlussfolgerungen zu der Frage der ideologischen Selbstdezentrierung im Journalismus, aber auch in den Sozialwissenschaften, also ich würde sagen, sowohl die Journalisten als auch die Sozialwissenschaften bemühen sich ja um das Projekt der Aufklärung und von daher würde ich mich jetzt da einbeziehen. Und auch wenn ich gleich von wir spreche, dann meine ich tatsächlich jetzt wir, die wir uns als die aufklärerischen Kräfte der Gesellschaft verstehen. Was können wir beitragen, um den Diskurs wieder möglich zu machen? Und zunächst einfach ein paar aktuelle, oh, wie kann man das denn hier, Moment, Ansätze und Debatten, die viele von Ihnen vielleicht schon mal gehört haben, weil sie tatsächlich auch sehr stark in der Öffentlichkeit stehen. Die also versuchen, das Thema Populismus, Rechtspopulismus ein bisschen zu systematisieren und einzuordnen. Vielleicht ist Ihnen der Cas Mudde oder Cas Mudde schon mal untergekommen, der den Begriff der Thin Ideology, also dass es sich bei dem Rechtspopulismus um eine dünne Ideologie handeln würde, die im Wesentlichen auf drei Basisideologien zurückzuführen ist, nämlich Nativismus, also die Behauptung der Überlegenheit der eigenen Herkunftsgemeinschaft oder Nation oder des Ethnos, je nachdem, was man da einsetzt. Zweitens Autoritarismus oder auch die Wiedereinsetzung von Recht und Ordnung, die also angeblich verloren gegangen ist und dann auch die Zuspitzung des Gegensatzes von Volk und Eliten. Und diese drei Merkmale will Cas Mudde als universelle Merkmale des Rechtspopulismus verstanden haben. Und nun gibt es einige Theoretiker, die so ähnliche Dinge machen, wie zum Beispiel auch Heidmeier, der in seiner Autoritarismusforschung sich einen Namen gemacht hat. Oder auch Jan-Werner Müller, der sagt, es sind einfach antipluralistische Bewegungen, die einen einzigen Gegensatz, nämlich wir gegen sie oder die Elite gegen Volk, als binäre Opposition behaupten und die gesellschaftliche Vielfalt nicht mehr wahrnehmen würden. Schließlich gibt es noch Ansätze,
die ein bisschen ausgehen von der amerikanischen Diskussion Identity Politics, beispielsweise auch von Fukuyama oder Mark Liller bekannt, und die ein Phänomen untersuchen, das eben nicht nur in den Rechten, sondern auch in den Linken zugenommen hat, was beispielsweise Hanno Rauterberg auch in dem Feld der Kunst in letzter Zeit in mehreren Essays in der Zeit profiliert hat oder porträtiert hat, nämlich der identitäre Essentialismus, zu sagen, okay, du hast einen Vortrag gehalten, aber ich bin schwarz, weiblich, ich habe AIDS und außerdem bin ich noch homosexuell und ich bin nicht deiner Meinung und du kannst meine Meinung auch nicht verstehen und ich habe eine eigene Wahrheit und über diese Wahrheit berichte ich jetzt, die hat aber nichts mehr mit der gemeinsamen Wahrheit zu tun. Also die Aufkündigung eines, wenn man so will, mit Habermas eines Diskurses, eines öffentlichkeitsorientierten Diskurses, der jenseits der Hierarchien stattfindet, also im Sinne der Aufklärung, die das einfach aufkündigen. Und Sie sehen schon, wenn ich das so auffächere, dass ich mit diesen Ansätzen nicht einverstanden bin, und zwar aus verschiedenen Gründen nicht. Und zwar erstens, weil sie ahistorisch argumentieren. Sie versuchen also essentielle Merkmale herauszuarbeiten und kontextuieren aber diese Phänomene nicht in ihren historischen Eigenheiten. Cass Mudde zum Beispiel vergleicht den Agrarpopulismus der USA der 20er Jahre mit den heutigen Phänomenen und kontextualisiert aber nicht ihre verschiedenen Ideologien, also dass es sich dabei um Weltanschauungen handelt, um politische Systeme, um Narrative, wie man so heute sagen würde, das wird überhaupt nicht fokussiert. Und das zweite Problem, was ich bei diesen Ansätzen sehe, ist, dass sie eigentlich standortgebunden sind und diese Standortgebundenheit selber nicht reflektieren, indem sie einen Diskurs aufmachen, der eigentlich sagt, wir sind auf der Seite derjenigen, die liberal sind, wir sind rational, wir sind logisch, wir sind tolerant und offen, fortschrittlich und modern. Und wir reden jetzt über die anderen, und das sind die anderen, die wir mit dem Begriff des Populismus titulieren. Und was damit eigentlich gemacht wird, ist, die Existenz eines politischen Konflikts überhaupt zu leugnen. Also es wird schlichtweg nicht mehr versucht, einen politischen Konflikt nachzuvollziehen, sondern es wird eigentlich eine Art Symptomzuschreibung vorgenommen, also eine Art kollektive Pathologie, die man denjenigen zuschreibt, denen man das Etikett Populismus anheftet. Und was darin problematisch ist, ist, dass eine solche analytische Brille, so hilfreich sie auch sein mag, um ein paar Merkmale des Populismusphänomens aufzureffen, insofern problematisch ist, als sie keine objektive Linse ist, keine unvoreingenommene theoretische Brille, sondern zumeist auch ungewollt Bewertungen transportiert. Also darin sind Bewertungen eingelassen, die eigene Sichtweisen und Bewertungen immer mitreproduzieren, indem man diese Begriffe benutzt, hat man sich bereits positioniert auf der Seite des Establishments. Also wenn ich Populismus sage, dann sage ich eigentlich immer schon, ich bin das Establishment. Sonst macht der Begriff keinen Sinn. Und diese Problematik wird besonders dann deutlich, also dass man also die anderen nicht mehr als politische Akteure ernst nimmt, sondern ihnen Autoritarismus zuschreibt oder faschistoide Züge oder Islamophobie, Fremdenfeindlichkeit, Vereinfachung und so weiter. Wenn man sich auf diese Diskurse so einlässt, macht man natürlich genau das, was man seinen Gegnern vorwirft, nämlich eine Art von identitärer Selbstvergewisserung in den Sozialwissenschaften und in dem Journalismus, der letztlich den Tribalismus, den man den anderen vorwirft, mit bestätigt und damit auch mit reproduziert. Also man vergewissert sich selber, auf der richtigen Seite zu stehen, indem man sagt, das sind die anderen, das sind die Populisten, das machen die, die machen das und das und das und wir nicht. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir da raus? Wie untersucht man einen politischen Konflikt, bei der die Untersucherinnen unweigerlich selbst Partei ergreifen und Partei ergriffen müssen,
da sie als etablierte Akademikerinnen oder Journalistinnen einer privilegierten Sozialklasse angehören und als liberal eingestellte Publizisten in weltanschaulicher, also in automatischer weltanschaulicher Opposition zum Rechtspopulismus stehen, also zu den politischen Positionen, die im Allgemeinen unter dem Begriff des Rechtspopulismus zusammengefasst werden kann. Also wenn man es mit Bourdieu formulieren will, wie erfasst man seinen Standort im eigenen Feld? Wie macht man sozusagen diese Standortgebundenheit der Perspektiven selber zum Gegenstand der Untersuchung? Also wie akzeptiert man, dass man keinen gleichsam göttlichen Standpunkt einnimmt, sondern wie versucht man jetzt eine Perspektivverschränkung oder diese Perspektiven selber sozial zu positionieren? Ein zentrales Instrument, das zu tun, ist meines Erachtens immer eine, man kann es ethnomethodologisch tun oder ethnografisch tun, man kann es aber auch historisch tun. Und wenn man auf diesem Pfad sich versucht zu orientieren, dann sieht man erstmal, wer hat diesen Begriff überhaupt jemals benutzt. Und dann kommt man plötzlich zu der Auffassung, Helmut Dubiel hat es mal als das Gespenst des Populismus bezeichnet, das nämlich überall dort rumgeistert, wo bestimmte Konservative, und man kann sich natürlich fragen, ob der Liberalismus der Gegenwart ebenfalls eine konservative Position ist, insofern als sie für den Systemerhalt plädiert, dass diese Position, nämlich bestimmte gesellschaftliche Gegenbewegungen als populistisch zu bezeichnen, bereits die amerikanische Konservative der USA ein Merkmal war, nämlich die Studenten- und Gegenkulturbewegung als Linkspopulismus bezeichnet hat. Dazu gehört zum Beispiel der Soziologe Daniel Bell, Edward Shields, Peter Berger, die eben in den 50er Jahren schon davon ausgegangen sind, wir haben jetzt das Ende der Ideologie, wir sind nur noch auf dem Pfad der Modernisierung, wir gehen jetzt einfach, wir schreiten immer weiter voran in der funktionalen Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Teilsysteme und dann mit Überraschung feststellen mussten, so wie wir heute, oh nein, das geht ja nicht so einfach, jetzt gibt es plötzlich Proteste von Seiten der Studierenden, das ist aber eine soziale Regression und deswegen nennen wir das jetzt Linkspopulismus. Und aus dieser Perspektive, also wenn man den Begriff auf diese verschiedenen Standorte bezieht, in denen sie jeweils artikuliert wird, dann sieht man, dass immer dort, wo der Begriff auftaucht, jemand behauptet, sich als Wächter des Status quo und jemand behauptet, sich als Mitglied des Establishments und als Hüter von Rationalität, Fortschritt und Modernität und man könnte heute hinzufügen, als Hüter der Freiheit. Also immer dort, wo populistische Akteure auftauchen und das sehen wir auch bei Hanno Rauterberg im Feld der Kunst, der also auch beschreibt, dass es eben nicht nur die Rechten sind, sondern eben auch eine linke Form der Identitätspolitik. Du kannst mich nicht verstehen, denn ich bin eine Frau und ich habe AIDS. Dass das sozusagen etwas ist, wo sich Laien mit aller Vehemenz zu Wort melden. Also es ist eine Gegenbewegung auch der Laien, die sagen, ich lasse mir von dir nicht erzählen, was Kunst sein soll. Ich finde, dass Picasso schlecht zu den Frauen war und deswegen sollte man das Bild mit den zerschnittenen Frauenkörpern und dem kubistischen Gesicht der Frau mit einem Asterix, mit einem Sternchen versehen, wo man jetzt erklärt, warum dieser Künstler eigentlich nicht PC war. Also wir haben ein Aufbegehren der Laien. Und das ist das gemeinsame Kennzeichen sowohl derjenigen Konservativen, die ehemals den Linkspopulismus als Populismus beschrieben haben, wie auch die Neomarxisten, die ebenfalls in den 80er Jahren in Großbritannien erstmals den Begriff des rechten oder autoritären Populismus wieder populär gemacht haben, Laclau beispielsweise, und ebenfalls gesagt haben, eigentlich wundert uns, das ist das politische Paradox, warum, die Zeit ist doch reif für eine sozialistische Revolution. Warum sind jetzt die Leute plötzlich rechts? Das Gleiche können wir uns heute wieder fragen. Wir haben einen Neoliberalismus, eine eskalierende Form sozialer Ungleichheiten. Wir haben eine eklatante Ungleichheit in der Gesellschaft. Und man hat in den Nullerjahren seitens der Sozialwissenschaften vorausgesagt, es wird bald wieder eine Linksbewegung geben. Aber nein, was kam, war eine Rechtsbewegung, also ein politisches Paradox. Gut, also ich möchte jetzt in aller Kürze, ich glaube, ich habe auch nicht mehr viel Zeit, einen alternativen Ansatz bemühen oder hier in die Diskussion werfen, der meines Erachtens die politische und auch die historische Dimension stärker fokussiert und sagen, sozialer Wandel und politische Bedrängnisbewegungen hängen zusammen. Sie sind Reaktionen auf epochale Umbrüche
Und es müssen drei Faktoren vorliegen, damit sie entstehen, nämlich die strukturelle Deklassierung wesentlicher Teile der Bevölkerung oder die strukturelle Exklusion. Zweitens, der Kultursenator hat es heute Morgen schon genannt, Legitimationskrisen. Das heißt, der Verlust an Glaubwürdigkeit der herrschenden Ordnung und akute gesellschaftliche Krisenereignisse und Bedrohungen. Und wenn diese drei Ingredienzien gemeinsam aufeinandertreffen, haben wir also den populistischen Moment. Der populistische Moment des Rechtspopulismus war die Flüchtlingskrise und die Finanzkrise. Davor hat sich aber schon in drei Dekaden eine Legitimationskrise des progressiven Neoliberalismus angebahnt. Und es gab eine strukturelle Deklassierung wesentlicher Teile der Bevölkerung, nämlich der untere Mittelschicht, aber auch transversaler Abstiegsdynamiken relativ privilegierter Bevölkerungsgruppe. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, dann kann man sagen, wir können einen Vergleich zu dem Auftauchen der neuen sozialen Bewegung 68 sehen, wo ebenfalls diese drei Bestandteile da waren. Wir hatten eine strukturelle Deklassierung, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es gab eine Bildungsexpansion, eine relative Entwertung und Verunklarung von Berufsaussichten. Wir hatten einen Glaubwürdigkeitsverlust der bürgerlichen Gesellschaft. Man hatte damals gesagt, Nazi-Deutschland, die Älteren von uns können sich vielleicht noch erinnern. Also ich kann mich noch daran erinnern, auch wenn ich die 70er nicht mehr miterlebt habe. Aber gemeint sind natürlich alle sozialen Bewegungen, die im Folge entstanden. Also die Friedensbewegung, die Frauenbewegung, die Ökologiebewegung. Das sind die Bewegungen, die allesamt den Glaubwürdigkeitsverlust der bürgerlichen Gesellschaft attestiert hatten. Und die Frauen beispielsweise, die patriarchale Sexualmoral, die Heuchelei der Bürgerlichen, die Verkrustung der Strukturen, die unglaubliche repressive Atmosphäre, die das Nachkriegsdeutschland auch ausgestrahlt hatte, der Konformismus etc. Dagegen haben sie eben diese Werte Authentizität, Kreativität, Selbstverwirklichung und Freiheit gesetzt. Werte, die praktisch dann im Zuge des Aufstiegs dieser Gegenbewegung mit der Partei der Grünen, auch dazu gibt es ja eine Analogie, also wir hatten die Parteigründung der Grünen aus der sozialen Bewegung heraus, die dann den Marsch durch die Institutionen nahmen und deren Werte sozusagen jetzt verschmolzen sind mit der Kultur des Neoliberalismus als progressiven Neoliberalismus, die gesellschaftliche Hegemonie bilden. Und wir hatten eben als bedrohliche Krisenereignisse die atomare Bedrohung, und in kleinerer Ausmaß auch die Ölkrise. Und hier nochmal die Parallelen. Wir haben also heute wiederum strukturelle Deklassierung, Macht- und Statusverluste, die sich in der unteren Mittelschicht konzentrieren, die aber auch Gebildete, also auch wir haben auch im Wirtschafts- und Bildungsbürgertum Leute, die von den Veränderungen, die wir seit etwa 30 Jahren erleben, nicht profitieren. Ich möchte nur das Beispiel an Universitäten bringen, die Bologna-Reform, aber auch die Internationalisierung und die Exzellenzinitiative haben jede Menge Verlierer hervorgebracht, die sich jetzt zum Beispiel dafür stark machen, dass es doch eine Rückkehr geben möge zur deutschen Bildungs- und Kulturnation. Warum sollen wir jetzt plötzlich nur noch Englisch sprechen in unseren Studiengängen? Können wir nicht auch auf Deutsch eine internationale Wettbewerbsfähigkeit erreichen und so weiter? Die sagen, das ist alles Quatsch mit dem Wettbewerb. Wir wollen eigentlich wieder Magister und Diplom haben. Und das ist natürlich nicht nur die Rechten, aber die Rechten sind auch dabei, in dieses Horn zu tuten. Es gibt auch natürlich linke Bildungskritiker, die sich an diesen Reformen. Was ich damit aber sagen will, es ist tatsächlich eine gesellschaftliche Spaltung, die sich an der Frage der Veränderung, der Modernisierung der Gesellschaft entzündet und die Folgen dieser Modernisierung als negativ empfindet und vielleicht auch mit gutem Recht. Wir haben als bedrohliche Krisenereignisse die Weltfinanzkrise, die beispielsweise in den USA Auslöser der Tea Party-Bewegung war und die bei uns auch unmittelbar der Gründung der AfD vorausging. Und die Flüchtlingskrise, die sogenannte, die kann man als Krise, also wir selber sehen das nicht als Krise, wir hatten ja nun auch die Aussiedler, die wir auch im Prinzip Migrationsbewegung hatten wir immer schon, aber für manche war das eben eine Krise. Deswegen kann man sagen, auch 2008 war diese kritische Situation erreicht, wo das populistische Moment erstarkte. Ich komme jetzt zum dritten Teil, nämlich die Frage, was können wir jetzt daraus lernen, wenn wir nicht nur Gesellschaftstheorie betreiben wollen,
sondern wie könnte man jetzt noch journalistisch mit diesem Thema nicht nur so umgehen, dass wir sagen, wir versuchen eine Strategie zu finden, wie wir den öffentlichen Diskurs reclaimen können, sondern auch, wie wir in den öffentlichen Diskurs etwas wie diese Konfliktsensibilität einspeisen. Und was ich meine also ist, wo es meiner Sicht, also als Rezipient von Zeitungen wie den Spiegel, geht es mir immer so, dass ich immer gerne mehr erfahren würde über das, was ich dort lese. Ich verstehe auch oft die Zeitung nicht, weil das Ganze nicht wirklich, man kann sich das nicht vorstellen, was da drin steht. Und das hat auch damit zu tun, dass man diese verschiedenen Konfliktarenen, die aus meiner Sicht in dem politischen Feld nur orchestriert werden, aber die innerhalb der verschiedenen Felder aufploppen. Also die Öffentlichkeit mit ihren postfaktischen News ist ja nur eine Arena, in der das Thema soziale Spaltung, gesellschaftliche Spaltung eine Rolle spielt. Ich habe gerade die Universitäten skizziert. Wir haben es aber auch im Bereich der Familie und der Geschlechterverhältnisse, dass sich totlachen über Transgender und den Genderismus hat ja auch damit zu tun, dass man es so wahnsinnig lustig findet, dass die Bobos, also die Bourgeoisie Bohemians, also die neue Klasse, die neue Mittelklasse, die Kosmopoliten, auf die Idee nur kommen, dass es mehr als zwei Geschlechter, also dass dieses eher eine Gesetz der Zweigeschlechtlichkeit in Zweifel gezogen wird. Es geht dabei gar nicht so sehr um patriarchale Diskurse oder um eine hierarchische Ordnung zwischen den Geschlechtern wiederherzustellen, sondern in erster Linie um das Aufweichen des Klassifikationssystems. Also, dass man zwei und nur zwei Geschlechter hat, dass diese zwei biologisch begründet sind und dass das natürlich essentielle Kategorien zu sein haben, als ein Paradigma sozialer Klassifikation im Ganzen. Also auch das Thema Migration und Zuwanderung hat natürlich diesen Aspekt, wir wollen eine klare Klassifikation der Kulturen und eine klare Klassifikation der Ethnien und wir wollen keine postmigrantische Gesellschaft, wo alles transkulturalisiert und alles dazwischen ist, weil das ist eben nicht nur eine Kategorie der Sortierung von Menschen, sondern wie wir mit Mary Douglas wissen, es hat was mit dem Denken zu tun. Also die Frage, mit welchen Klassifikationsprinzipien sehe ich meine Welt? Hat alles mit allem zu tun? Ist es alles ein kosmopolitisches, kulturelles Mix? Oder können wir noch irgendwas auseinanderhalten? Das ist das, was die Populisten uns vorwerfen. Wir würden alles miteinander vermischen. Und ich denke, was aus meiner Sicht der Journalismus noch tun kann, er könnte noch mal stärker in die Arenen reingehen und sich genauer fragen, wo ist denn jetzt jeweils das Problem, was die haben? Und das Problem ist nicht immer, dass sie nur abgestiegen sind oder materiell depriviert sind. Das ist gar nicht der Punkt. Wir wissen von den Wählern, dass es sich eben nicht um die ganz armen oder armutsgefährdeten Schichten haben. Sie haben viele privilegierte Leute dabei. Aber dennoch sagen sie, wir wollen in diese Ordnung, in diese soziale Ordnung nicht mehr investieren. Wir haben unsere affektiven Bindungen zu diesem Gesellschaftssystem komplett aufgegeben und wir wollen etwas anderes haben. Und möglicherweise wäre das einfach nochmal die Überlegung, diese Diskurse auch jenseits des Anti-Islamismus, Anti-Genderismus, Anti-Migration, das sind natürlich die schrillen Obertöne dieses Konfliktes und auf die Leute wissen natürlich auch, wo sie uns erreichen, wo die Schmerzpunkte sind, wenn sie über Auschwitz reden. Die Erinnerungskultur, die Frage der Geschlechterverhältnisse, die Frage der Migration und des Islams, das sind natürlich die Schmerzpunkte, die überall dann sofort gedrückt werden, wo man Aufmerksamkeit will. Aber darunter stecken noch viele, viele mehr Konfliktfelder. Und ich finde, man müsste diese Konfliktfelder mal genauer anschauen und sagen, was ist da schiefgelaufen in diesen gesellschaftlichen Arenen und was können wir darüber berichten? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte noch mal kurz eine Werbung machen. Ich habe meine Ideen und Gedanken zu dem Thema in diesem Buch verewigt, wie ich hoffe. Und das erscheint am 1.5. bei Transkript unter dem Titel Die Gesellschaft des Zorns, Rechtspopulismus im globalen Zeitalter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus